So, die Architektur einer Suchmaschine wollen wir uns jetzt zuletzt noch angucken. Was jetzt kommt, ist, sage ich mal, ein mir fehlt jetzt das Wort. Ein wilder Ritt ist es nicht. Ein Crashkurs sozusagen, wie eine Suchmaschine aufgebaut ist. Mit diesem Teil der Vorlesung möchte ich Ihnen alle Begrifflichkeiten schon mal im Vorhinein näher bringen, dass Sie alle schon mal gehört haben. Weil es kann sein, dass in späteren Teilen der Vorlesung wir auf Dinge Bezug nehmen, die dann erst später nochmal im Detail kommen, aber Sie sollen das alle schon mal gehört haben. Was ich jetzt hier nach und nach aufbaue, ist eine sogenannte Architektur einer Suchmaschine. Das heißt, Sie sehen jetzt immer wieder hier zwischen eine Grafik. Ich hoffe, Sie sehen den größten Teil davon. diese Grafik soll dann sozusagen bestimmte wichtige Komponenten einer Suchmaschine darstellen. Architektur ist hier zu verstehen im Sinne der Softwarearchitektur, allerdings mit einer Sicht, die die Funktion und den Zusammenhang zwischen den Komponenten darstellt. Man würde es nicht alles so exakt implementieren. Das heißt, eine sehr abstrakte Sicht auf das, was eine Suchmaschine ist. Auf der Bemerkungsfolie vorher habe ich auch nochmal das Papier von Brin und Page von Google verlinkt, die ihre initiale Suchmaschine damals beschrieben haben. Da können Sie ähnliche Architekturelemente auch wiederfinden. Insbesondere implementieren Suchmaschinen zwei Prozesse. Und wir gehen jetzt erstmal von der Websuche als Beispiel aus. Oben das Web, dargestellt durch diesen Gitterglobus und unten die Person, die eine Frage hat. Und Suchmaschinen implementieren zwei Prozesse und verfügen noch über eine dritte Speicherebene. Das ist hier grafisch ein bisschen abgegrenzt, natürlich sehr subtil, der Beamer ist nicht gut genug. Einerseits den Indexing-Prozess und andererseits den Retrieval-Prozess. Der Indexing-Prozess dient dazu, alle Dokumente im Web aufzuspüren oder von jeder anderen Dokumentquelle, die Sie haben, vorzuverarbeiten, zu indizieren, und zu guter Letzt einen sogenannten Index zu erzeugen. Der Retrieval-Prozess dient dazu, gegeben eine Anfrage von einer Person, die Anfrage auszuwerten, Dokumente zu finden, sie nach ihrer Relevanz zu bewerten und dann ein Ergebnis zu produzieren. Das sehen wir jetzt Schritt für Schritt. Zunächst Akquise von Dokumenten. Der erste Schritt, wir müssen die Dokumente erstmal alle sammeln. Insbesondere im Web ist das nicht ganz trivial. Wir müssen sie alle sammeln und nochmal lokal speichern. Und wir müssen alle Dokumente vorverarbeiten, denn wir könnten alle möglichen Dokumenteformate für im Web finden. Das heißt, die Suchmaschine, die einen Crawler betreibt und in hinreichender Größenordnung arbeitet, hat einen sogenannten Document Store. Und in diesem Document Store werden alle Dokumente aufgezeichnet und kopiert. Die wesentlichen Komponenten hier, der Crawler, der Konverter und der Document Store. Ein Crawler, haben Sie sicherlich schon mal gehört, aber ich sage es hier nochmal der Vollständigkeit halber, findet Dokumente und lädt Dokumente herunter. Ein Webcrawler insbesondere findet Dokumente über die Hyperlink-Struktur des Webs. Es gibt kein Telefonbuch oder irgendein anderes Verzeichnis, das einem sagt, wo überall eine Webseite zu finden ist, unter welchen URLs, unter welchen IPs Webserver zu finden sind und ähnliches, sondern man muss sie aktiv suchen und anfragen. Ja, genau, richtig, das ist eine Möglichkeit. Es gibt Verzeichnisse von DNS-Servern und in diesen DNS-Servern, es gibt auch ganze Verzeichnisse von allen registrierten Domains, das auch. Aber es kann ja sein, dass ich möchte, dass meine Webseite erstmal nur einem bestimmten Personenkreis zur Verfügung steht und ich sie deshalb nicht offensichtlich wenn ich nur den Domainnamen zum Beispiel eintippe, direkt auffindbar mache, sondern ich verschachtel sie irgendwo tief in der Ordnerstruktur und gebe den Link dahin nur bestimmten Personen. Dann ist das Dokument zwar im Web auch öffentlich zugänglich, wenn ich den Link kenne, aber es gibt kein Verzeichnis, das mir sagt, da ist auch noch ein Dokument. Das heißt, ja, man kann auf diese Weise sicherlich einen Großteil von Servern finden, die Webserver betreiben und auch einen Großteil der dort hinterlegten Dokumente
einfach systematisch sich zusammensammeln, aber man wird niemals alles finden. Sicherlich nur auch garantiert nur einen Bruchteil dessen, was da ist. Es gibt viele Wege dieser Tage, um Dokumente zu finden, von denen man noch nicht weiß, dass sie da sind. Hyperlinks, das war das Initiale. Das Web ist ein Netzwerk von Dokumenten, genauso wie das Internet ein Netzwerk von Computern ist. Das heißt, Dokumente sind miteinander verlinkt durch die Hyperlinks und der Crawler kann ja einfach nichts anderes machen, als das gegeben ein Dokument, das Hyperlinks enthält, folge jedem einzelnen Link und lad das Dokument herunter, folge da jedem einzelnen Link und lad die Dokumente herunter und so weiter und so fort. Bis alle Dokumente da sind, vorausgesetzt, alle Dokumente sind irgendwie miteinander verlinkt. Das ist auch nicht der Fall, das heißt, man braucht verschiedene Einstiegspunkte und man braucht verschiedene Seeds dafür. Wir gehen später vielleicht nochmal, ganz viel später in der Vorlesung nochmal darauf ein, wie das genau funktioniert, aber vielleicht können Sie sich jetzt schon Gedanken machen, wenn ich als Google oder ein anderes großes Unternehmen wirklich vorhabe, das ganze Web zu crawlen. Wir machen das auch im Rahmen des Open Web Search Projekts, das ich schon erwähnt habe übrigens, da versuchen wir auch das ganze Web zu crawlen, oder zumindest einen sehr großen Ausschnitt. Wenn ich einen solchen Crawler betreibe, woran muss ich denken? Was kann ich falsch machen? Wie kann ich Leuten auf die Nerven gehen mit meinem Crawler? Ja, das ist das, was ich machen muss, ja, richtig. Ich muss dafür sorgen, dass ich genug Speicher habe, ja. Ja. Ja, okay. Wie wird das verhindert? Ja, genau. Genau so ist es. Die Robots.txt-Datei soll dazu dienen, dass wir die Robots.txt-Datei soll dazu dienen, dass Crawler nicht Dinge herunterladen, die sie nicht runterladen sollen. Allerdings, wenn ich mich nicht daran halte, kann ich es trotzdem tun. Das ist keine Garantie, dass man das tut. Das ist einfach nur eine Vereinbarung. Was kann ich noch machen, wenn ich jetzt einen Serverfarm von 10.000 Crawlern unterwegs habe und ja? Ja. Richtig, genau. Es gibt Leute, die wollen nicht, dass man gecrawlt wird und die verhindern das einerseits durch die Robots.txt, andererseits können sie aber auch einfach sagen, wenn ich die IP des Crawlers kenne, dann kann ich ja verhindern, dass er kommt. Das stimmt. Aber wie kann ich denn vielleicht noch Probleme verursachen, wenn ich jetzt so eine große Farm von Crawlern habe, die im Web einfach alles abfarmen sollen? Ja, genau. Das ist ja mein Problem. Das ist ja nicht das Problem des Betreibers des Webservers. Was ist das Problem des Betreibers des Webservers? Oder wie kann ich dem Probleme machen? Vielleicht überlastet. Ja, genau, Überlastung. Man spricht von der Politeness. Ein Crawler soll polite sein. Er soll jetzt nicht. Ich möchte nicht, dass 100 meiner Crawler alle gleichzeitig auf dieselbe Webseite zugreifen, weil da gerade irgendwas, weil gerade zufällig viele Webseiten auch dahin verlinken. Das heißt, man muss ein bisschen lokal steuern, wie man auf Webseiten zugreift. Und es gibt in dem Zusammenhang noch andere Probleme. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand absichtlich Webseiten ins Netz stellt, die Crawler einfangen sollen. Man spricht von Spider-Traps. Man hat auch davon gesprochen, das Web zu spidern in gewisser Hinsicht. Ah, hier ist der Grauton ein bisschen besser zu sehen vielleicht sogar. Die Duplikaterkennung ist auch noch ein Fall. Es kann sein, dass ein und dasselbe Dokument unter verschiedenen URLs zur Verfügung steht. Da muss ich dann feststellen, okay, es gibt eine verschiedene, ich muss alle URLs, die ich finde, kanonisieren, um das festzustellen. Ich muss parallelisieren, gegebenenfalls verschiedene Bereiche der Webseiten nochmal neu crawlen, wenn sich die Inhalte geändert haben und so weiter und so fort. Es gibt noch eine Reihe weiterer, verschiedener anderer Arten von Crawlern, die man sich vorstellen kann, die jetzt abseits des Webs sind. Wenn ich zum Beispiel fokussiert bestimmte Dinge crawlen möchte, kann ich mich an irgendwelche RSS und Atom Feeds ranhängen und einfach da die Webseiten abgreifen, muss gar nicht im Endeffekt ständig nachfragen nach neuen Dokumenten. Das wird natürlich auch in standard herkömmlichen Crawlern inzwischen integriert. Aber wenn ich in einer Situation bin, wo ich zum Beispiel im Unternehmen nach Dokumenten suche, finde ich die nicht über irgendeine Hyperlink-Struktur. Die sind irgendwo über die Server des Unternehmens verteilt und ich muss gegebenenfalls etwas mehr Aufwand treiben, die Dokumente noch zu finden.
Wir machen ein bisschen länger, weil wir so spät angefangen haben hier. Ne? Genau. Zweite Komponente, Konverter. Das nächste Problem, was ich im Web insbesondere habe, ist, ich finde alle möglichen Dokumentformate. HTML, PDF, Doc, you name it. Da ist wirklich alles dabei. Und viele dieser Formate sind gegebenenfalls auch nicht notwendigerweise wohl geformt. Das bedeutet, ich muss mich damit auseinandersetzen, sowohl Plaintext-Formate als auch binäre Formate, insbesondere Word-Doc-Dateien oder PDFs zu verarbeiten und die in irgendeiner Weise in ein einheitliches Format in der Suchmaschine bringen. Suchmaschinen verwenden dafür entweder das Textformat, das ist bei einfachen Suchmaschinen der Fall. Bei Google ist es tatsächlich so, dass sie HTML gewählt haben als einheitliches Format. Das heißt, da die meisten Webseiten, die sie finden, HTML sind, belassen sie es dabei, korrigieren die Webseiten vielleicht bezüglich Fehler noch intern und alle anderen Dokumentformate werden nach HTML konvertiert. Das konnte man früher leider, heute nicht mehr, auf den Google-Ergebnisseiten auch beobachten, denn man konnte sich den Cache, den Google pflegt, anschauen und genauer sehen, in welchem HTML-Format zum Beispiel PDF-Dokumente abgelegt werden und was dabei für Fehler erzeugt werden. Wenn ich ein binäres Dokumentformat, PDF oder Doc, in ein Textformat verwandle, sei es HTML oder sei es Plaintext, dann muss ich damit leben, dass bestimmte Aspekte davon flöten gehen. Struktur könnte verloren gehen, Informationen geht verloren, das Layout wird nicht komplett aufrechterhalten, sei es ein Zwei-Spalten-Layout oder es wird fehlerhaft ausgelesen, dass die zwei Spalten als eine Zeile interpretiert werden, der Text, der da steht, anstatt dass man den Spaltentext nacheinander liest. All das kann passieren und all das sind Dinge, die dazu führen könnten, dass ich schlechter suchen kann, weil diese Dokumente fließen ja dann später in meinen Indexing-Prozess mit ein. Das heißt, bestimmte Dokumente können nicht mehr gefunden werden oder Fehler können auf der Suchergebnisseite angezeigt werden. Und üblicherweise, wenn Sie einen Fehler auf einer Suchergebnisseite sehen, machen Sie nicht den Autor des Dokuments dafür verantwortlich, der vielleicht ein nicht wohlgeformtes PDF-Dokument oder ein nicht wohlgeformtes HTML-Dokument abgeliefert hat, der Suchmaschine, sondern Sie machen die Suchmaschine verantwortlich, dass sie Ihnen doch so einen Müll zeigt. Dasselbe eine Ebene tiefer bei Encodings. Sie dürfen sich bei Plaintext-Dateien nicht darauf verlassen, dass das Encoding tatsächlich das ist, was vorgegeben ist zu sein. Selbst wenn da oben drin steht, es handelt sich um UTF-8 oder es handelt sich um ein anderes Encoding, muss das nicht notwendigerweise stimmen. Und gleichzeitig kann es zu allerlei, werden Sie jede Art von Encoding im Web vorfinden, die Sie sich vorstellen können. Das heißt, all das muss normalisiert werden und auch da können viele Fehler entstehen. Sie müssen, wenn Sie das Web tatsächlich durchsuchen oder sehr heterogene Daten verarbeiten, kommen Sie nicht umhin, sich mit diesen basalen Technologien auseinanderzusetzen. Das haben wir eben schon mal erwähnt in dem Zusammenhang, dass hier durchaus eine Reihe von Problemen sind. Bleiben Sie nicht zur Übung? Okay, alles klar. Gut, der Document Store, der hier eine Rolle spielt, dient dazu, das ganze Web abzuspeichern. Wir brauchen, das heißt, Google braucht auf einer Serverfarm nicht nur die Server, die notwendig sind, den Index zu speichern, sondern auch die Server, die notwendig sind, eine Kopie des Webs abzuspeichern. Warum macht das Sinn? Was denken Sie? Ja. Ja, genau. Man kann vergleichen, ob sich was geändert hat. Da gibt es natürlich Techniken dafür, zu sagen, mit Hashing oder Ähnlichem, dass man sagen kann, ich brauche nur den Hashkey abspeichern, dann sehe ich, wenn das Dokument sich geändert hat, wenn ich das nächste Mal besuche. Aber ja, man hat zumindest die alten Versionen auch noch zur Verfügung und kann die auch noch analysieren. Was noch? Genau, so ist es. Irgendwann wollen wir eine Suchergebnisseite erzeugen. Und auf der Suchergebnisseite soll ein Auszug des Dokuments stehen. Eine spezifisch auf die Anfrage zugeschnittene Zusammenfassung des Dokuments, das Snippet. Und wenn ich dafür das Dokument nochmal vom Server runterladen müsste, würde das zu lange dauern. Demzufolge brauche ich es lokal, um es sofort schnell auswerten zu können. Gleichzeitig
wenn ich diese Informationen schon geladen habe, Sie haben es gesagt, ich kann ja die alten Versionen aufheben. Ich gehe davon aus, dass Google, genauso wie das Internet Archive auch, eine vollständige Kopie der Webseiten, aller Versionen aller Webseiten, die Sie jemals runtergeladen, aufhebt. Oder zumindest sehr lange aufhebt. Einfach auch, um spätere Analysen zu fahren, um Sprachmodelle dieser Tage zu trainieren. Google muss sich keine Sorgen um genug Daten machen. Andere Unternehmen müssen das. Und gleichzeitig kann es sein, dass ein Dokument plötzlich nicht mehr verfügbar ist, aber später wieder verfügbar wird und dann soll das Dokument trotzdem noch auffindbar sein. Also das heißt, wir haben die Probleme hier schon genannt. Gleichzeitig zeichne ich Dokument-Metadaten auf, wann wurde das Dokument gecrawlt, von wo welche Informationen kann ich noch über das Dokument herausfinden, zum Beispiel von anderen Dokumenten, die Ankertexte habe ich eben schon erwähnt. Die Versionshistorie haben wir hier schon genannt und nun ja, wenn Sie das ganze Web abspeichern wollen, kommen Sie nicht mit einer einfachen Datenbank auf einem Server klar, sondern Sie brauchen eine verteilte Architektur in dem Zusammenhang. Das heißt, ohne ein Datenzentrum der Größe Googles kommen Sie dieser Tage kaum noch aus. Dann würde ich vorschlagen, wir machen an dieser Stelle Schluss für heute, werden die Architektur beim nächsten Mal an der Stelle weitermachen und fortsetzen, hoffentlich mit etwas besserer Technologie. Ich darf mich nochmal entschuldigen für die schlechte Qualität heute. Ich hoffe, wir kriegen das bis zum nächsten Mal gefixt. Dankeschön.